Hallo, liebe App-Gefahr-Nutzer. Wir haben hier noch ein kleines Spiel für den Sonntag übrig, und zwar das kostenlose Run Kitty Run. Wir wollen einfach mal zeigen, was man hier machen muss. Das ist eigentlich relativ simpel. Wir gehen einfach mal hier ins zweite Level rein. Da sind wir nämlich gerade angekommen. Das ist leider noch nicht ans iPhone 5-Display angepasst, aber das kriegen wir auch schon so hin. Ich meine, klar, ist natürlich ein bisschen schade, aber bei dem Spiel ist es jetzt nicht ganz so wichtig. Wir spielen hier so eine kleine Katze, können hier rechts, links uns bewegen und können halt springen. Das ist auch schon alles, was wir machen müssen. Und hier im zweiten Kapitel gibt es jetzt noch ein paar mehr Gegner, ein paar andere Herausforderungen. Der ist jetzt zum Beispiel freiwillig in den Abgrund gesprungen. Wir können ihn einfach auf den Kopf springen. Und ja, gut, wir haben nur drei Leben zur Verfügung, haben gerade schon eins verbraucht. Und könnten jetzt einfach rechts weitergehen, aber könnten jetzt auch nochmal versuchen, hier links hoch, um hier noch mehr Münzen einzusammeln. Und hier oben müsste noch was versteckt sein. Genau, so ein ganzes Paket. Das sind nochmal 1000 Punkte extra, wenn ihr das findet. Und wir schauen einfach mal, ob wir hier das Level beenden können, ohne alle drei Leben zu verlieren. Und so ist es auch. Am Anfang ist es immer relativ simpel. Da wir jetzt im zweiten Levelabschnitt sind, dann geht es ja eigentlich noch. Wir können hier die Wände hoch, ja, klettern. Wir sollten natürlich dabei aufpassen, dass wir nicht von den Feuerbällen getroffen werden. Die Level sind nicht alle so dunkel, beziehungsweise, ja, die sind recht düster, allerdings unterscheiden die sich so ein bisschen in den Farben. Ich schau mal, wahrscheinlich müssen wir hier runter. So ist es auch. Die Schnecke geht wahrscheinlich nicht drauf. Die ist hier unverwundbar. Gut, wir gehen einfach mal rüber. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in die Lava dürfen. Ich denke mal nicht, deswegen springe ich einfach mal drüber. Und hier haben wir noch ein Herz, das nehmen wir doch mal mit. Und schauen mal, was wir oben noch haben. Man sollte nicht auf Springen drücken. So, nochmal hier ein paar Münzen einsammeln. Gut, die eine lassen wir mal da übrig. Und weiter geht's hier. Am Anfang ist es noch recht einfach. Später wird es allerdings etwas komplizierter. Aber insgesamt ist es halt ein recht simpler Plattformer hier, den es derzeit kostenlos gibt. Sonst zahlt man dafür 1,79 € und ja, es macht eigentlich auf jeden Fall Spaß. Wir haben jetzt hier ein Leben verloren, haben hier aber wieder das Level geschafft. Insgesamt gibt es 36 Level in 40 Kapiteln. Wie gesagt, das ist noch nicht iPhone 5 optimiert, aber das macht bei dem Spiel gar nicht so den großen Unterschied. Es wäre natürlich toll, wenn es so wäre. Aber es gibt ja auch noch viele Leute, die ein iPhone 4S besitzen. Oder auch 4 oder auch ein 3GS, und darauf macht das sicherlich auch Spaß. Wir haben hier Retina-Grafiken, können hier recht lange spielen. 36 Level ist schon ordentlich. Es gibt immer wieder neue Gefahren. Und wir wollen euch jetzt mit dem Spiel alleine lassen. Für den Sonntag könnt ihr euch das noch runterladen, kostenlos. Wie lange das noch kostenlos sein wird, wissen wir nicht genau, aber nicht mehr ganz so lange.